So, wir haben in der letzten Folge Busladungen von SAFE-Soldaten über den Haufen geschossen. Aufgrund eines Fehlers, glaube ich, weil ich die Sicherheitswarnungen ignoriert habe, mich da reingehackt habe und deswegen hier leider die ganzen Leute abknallen musste. Also kein vorbildlicher Shepard. Und jetzt stehen wir hier und da vorne scheint Benicia zu sein. Und diesen Kampf kenne ich noch. Wir rüsten uns mal kurz aus. Wir werden auf jeden Fall gegen die Geat kämpfen, glaube ich. Ich gucke mal kurz rein. Was hat er hier drin? Organische Ziele. Warum habe ich denn hier organische Ziele drin? Ich brauche synthetische Ziele. So, hier werden wir die organischen reinpacken. Schreddermunition auf der Pistole habe ich. Das ist okay. Mehr Waffenwirkung ist auch okay. Schildbatterie 3. Denke ich, ist auch okay. So, Liara hat das Gift und Hitzeabsorption. Schrotflinte. Das ist echt nur Rotz. Waffenwirkung für die Schrotflinte. Und bei der Pistole kriegt sie genau Schaden gegen synthetische Ziele. Und Garrus. Schaden gegen synthetische Ziele. Haben wir da schon Panzerbrechen? Die 3 noch übrig? Nein. So, Sturmgewehr. Was hat er da drin? Schaden gegen synthetische Ziele. Das glaube ich ganz okay. Und die Schrotflinte gehen wir gegen organische Ziele. Sehr gut. Also alles picobello fertig. Ich speichere das Ganze nochmal, damit ich das nicht gleich nochmal, wenn ich dann verkacke, einstellen muss. Und dann gehen wir rein. Gucken wir mal. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Ich kann nicht glauben, dass Sie Ihre eigene Tochter töten würden. Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger mit ihr sein müssen. Fuck.
Boah, die Stelle hasse ich so sehr, weil man hier kaum Bewegungsspielraum hat. What? Blöden Gaff. Oh nein! Shitboost. Okay, die haben wir auch. Angekommen. Oh scheiße, ich muss kurz warten. Nein, ich bin schon wieder in Stasis versetzt worden. Oh nein. Und dann schießt die auch noch auf mich. Jetzt kurz gewartet, bis ich die... Irgendwo ist hier noch jemand. Na, jetzt sieht zumindest schon mal besser aus. Scheiße. Garrus. Oh Scheiße, sind ja überall. Scharfschütze. Okay, wir haben es geschafft. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Reden Sie, Benezia. Was plant Saren als nächstes? Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie. Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Wollen Sie damit sagen, dass er Ihnen eine Gehirnwäsche verpasst hat? Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen.
Die Gate haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden, besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Es wurde auf Noveria gefunden? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Okay, jetzt wissen wir zumindest, warum Saren die Rachni wieder erweckt hat. Na, sagen wir mal so, sie haben ja... Obwohl, haben wir jetzt auf... Haben wir erfahren, wie die Rachni... Wie die Rachni gefunden wurden? Ich weiß es gar nicht. Wie haben die Rachni es gefunden? Sie haben geduldig gesucht. Es sind territoriale Kreaturen, die fast jeden Flecken ihres Systems kennen. Wofür braucht Saren das Mu-Portal? Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, aber Saren hat mir nicht mehr erzählt. Ich war im Prinzip nur eine Sklavin seiner Sache. Also Indoktrination, das kennt man ja auch von unserer Welt, also von der jetzigen Realität aus dem Jahr 2016. Was heißt die jetzige, die wirkliche Realität? Da gibt es ja auch Indoktrinationsverfahren von gewissen Gruppierungen, die dir bestimmte Sachen einfach einbläuen. Schwieriges und unangenehmes Thema. Aber das wird hier in dem Spiel noch eine große Rolle spielen. Sie müssen mir sagen, wo es ist. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihnen die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb. Okay. Ah! Wow! Friss das! Oh shit, da sind ja noch andere. Nein, jetzt nicht sterben! Bitte! The fuck!
Na toll, jetzt bin ich hier runtergebackt. So wie es aussieht. Und ich komme auch nicht mehr hoch. Oh shit. Na toll. So ein Dreck. Es ist noch nicht vorbei. Saren. Stirb. Okay, dann mal nochmal. Dämpfen an. Überall her. Shit! Nein! Scheiße! Blöde Kuh! Okay, wir haben sie. Ah! Haben wir noch irgendwas ready? Wenn man die Immunität an. Jetzt sind wir in Stasi. Komm. Boah, scheiße, sind die schwer. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Warten Sie, wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein, er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter. Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Boah, endlich geschafft. Meine Güte, war das ein Akt. Ich habe das komplett unterschätzt. Oh, es geht noch weiter. Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Wir haben genug Plasma in sie reingepumpt, um einen Panzer zu zerfetzen. Dieses Gefäß wird bald zerbrechen. Und doch wehrt sie sich. Du kannst ihre Größe allerdings nicht sehen. Wir hauchen ihre Glut an.
Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Also es ist die Königin, die mit uns sprechen kann. Über andere Spezies. Das ist wahrscheinlich so eine Art Gedankenkontrolle. Wie können sie durch sie sprechen? Unsere Art singt, indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß, wunderschön. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Das ist ja genauso wie mit allen anderen Tieren auf der Erde, dass wenn man zum Beispiel ein Löwenbaby seiner Mutter beraubt, dann verliert das Baby natürlich auch irgendwie die Fähigkeit, das, was wichtig ist zum Überleben, von der Mutter beigebracht zu bekommen. Und so scheint es hier wohl so ähnlich zu sein. Dieses Singen scheint wohl diese Art Kommunikation zwischen den Rachni zu sein, vermute ich jetzt mal. Und die Kinder wurden wohl einfach, ja, wie sie schon sagt, weggenommen von der Königin, konnten nicht das mitbekommen von der Mutter, mit auf den Weg bekommen, was wichtig ist, und sind dadurch irgendwie wahnsinnig geworden, weil sie auch irgendwie ihren eigenen Weg finden mussten. Ja, die Gesetze der Natur. Schwierig. Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nagelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Verstehe. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Das ist das, was ich eben gerade angesprochen habe. Dass dann halt Defizite immer vorhanden sein werden. Das ist bei uns Menschen ja auch so. Schwierig. Ich habe, glaube ich, noch kenne keine Geschichte, wo wirklich ein Kind komplett ohne Mutter, ja gut, kenne ich schon, aber ich meine jetzt von klein auf als Baby komplett ohne Mutter und ohne Vater aufgewachsen ist. Auch jetzt ohne Pflegeeltern, das wäre mir neu. Aber grundsätzlich hat man dann da halt immer irgendwie einen Knacks weg. Schwierige Situation. Und wenn es nicht am Anfang ist, weil man das Kind belügen muss, weil man vielleicht das Kind beschützen will, wenn man vielleicht doch nur Pflegeeltern ist, dann wird es umso mehr ein großer Schock, glaube ich, für das Kind, wenn man dann erfährt, dass die eigenen Eltern vielleicht tot sind oder einen nicht haben wollten. Wir sind da halt, glaube ich, sehr, sehr speziell, weil wir halt, was so dass die Denkfähigkeit angeht, nochmal viel intensiver, wir fühlen viel intensiver als vielleicht andere, als Tiere ohnehin. Das merkt man ja, wir haben ja so große Stimmungsschwankungen als Menschen. Da kann alles Mögliche passieren, aber das ist ein sehr, sehr böses Thema. Also das böses Thema nicht, aber ein schreckliches Thema, was ich keinem Kind auf der Welt wünschen würde, wenn man seine Eltern verliert oder wie auch immer.
Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie nicht gerettet werden können. Es ist beklagenswert, aber notwendig. Tue, was du tun musst. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Die Rachni waren eine Bedrohung für die gesamte Galaxis. Diese Tanks sind voller Säure. Wenn sie außer Kontrolle gerät, wird sie zersetzt. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Sind Sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Das ist jetzt auch wieder eine Situation, die ich auch wieder auf die, auf das Hier und Jetzt, auf die reale Welt beziehen könnte. Ich meine, haben wir denn als Spezies das Recht, Tiere oder ja, bei uns, andere Spezies kennen wir ja noch nicht, außer uns Menschen, haben wir denn das Recht, Tiere wirklich auszurotten, die einfach so per Fingerschnipp zu sagen, okay, die wollen wir nicht mehr, tschüss, auf Wiedersehen. Ich glaube fast nicht. Und sollte es jemals irgendeine Spezies geben, die, keine Ahnung, im Jahr 2200, wenn wir denn noch existieren sollten, mal bei uns vorbeischaut und Hallo sagt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, weil das nur die menschliche Natur ist, dass es einige Leute geben wird, die sagen, ey, komm, das ist unser Planet, verpisst euch mal lieber hier oder wir zünden die Atombomben und weg seid ihr. Dass es sicherlich einige Leute gibt, die, ich will nicht sagen aus Angst handeln, aber einfach nur schwer zu erklären. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, die Spezies Mensch ist... Wir sind ja im Grunde schon... egoistisch passt irgendwie nicht dazu. Egoistisch sind wir nicht alle. Es ist ja das Problem, dass nicht alle genau gleich sind. Und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Wenn vielleicht 5 oder 10 von den Rachni irgendwie Scheiße gebaut haben, oder vielleicht auch alle, vielleicht wurden sie alle dazu getrieben, weil einer irgendwie ihnen das gesagt hat. Jetzt ist es, glaube ich, einfach nur schwer, alle über einen Kamm zu scheren, weil nicht alle haben vielleicht dasselbe Motiv, warum sie da gegen die Galaxis gekämpft haben. Vielleicht gab es auch einen gewissen Hintergrund, warum sie das gemacht haben, das wissen wir ja nicht. Und deswegen glaube ich, allein deshalb, weil nicht alle nach demselben Muster gestrickt sind, weil vielleicht die ein oder anderen dazu gezwungen worden sind, das ist alles nur Spekulation, aber das ist ja auch wie mit den Tieren, nur weil wir die vielleicht irgendwie als schädlich finden oder weil sie uns auf die Nerven gehen oder weil wir sie zu gefährlich für uns halten, haben wir nicht das Recht, sie zu töten. Ich meine, sie folgen ja auch nur nach einem Muster und so genau ist es jetzt hier auch bei einer Intelligenz, die auf den menschlichen Status ist, die gewisse, die weiß, was sie tut, die
selbstständiges Denken hat. Das haben Tiere ja auch, aber es ist immer so schwer zu erklären. Tiere sind Tiere, sie sind nun mal keine Menschen. Da besteht schon ein Unterschied. Sie folgen ja eigentlich nur dem Muster der Natur, ihren Instinkten. Wir können ja über unseren Instinkt hinaus entscheiden, was wir tun wollen. Wir haben ja trotzdem unseren Instinkt. Das fängt ja auch bei der, das merkt man, hat glaube ich jeder schon mal erlebt, wenn man, ja, das ist jetzt ein heikles Thema, aber wir sind dann doch irgendwie, unser Instinkt sagt uns ja auch, dass wir einen gewissen Zeitpunkt irgendwann die Frau fürs Leben kennenlernen müssen oder uns eine Freundin suchen. Ich kenne niemanden, der da steht und will jetzt keine Frau haben. Das ist mir jetzt, weil ich keine Lust, das ist einfach unser Instinkt, der uns sagt, okay, irgendwann ist mal Paarungszeit. So krass, also so eklig es vielleicht jetzt klingen mag oder so komisch, so ist das nun mal. Ich denke, wir können hier nicht über alle über einen Kamm scheren, denn nicht jeder ist gleich. Deswegen würde ich mich immer für dieselbe Sache entscheiden. Ich habe hier nicht das Recht und generell, wir als Spezies haben nicht das Recht, irgendwie eine Tierart auszulöschen, weil es uns gerade in den Kram passt oder weil wir glauben, dass die für uns gefährlich ist. Jede Spezies hat ihre Daseinsberechtigung, jedes Tier hat ihre Daseinsberechtigung. Darüber können wir nicht, dürfen wir nicht entscheiden. Das liegt nur allein in der Macht der Natur, die darüber entscheidet, wer wann, wie, wo stirbt. Das war mit den Dinosauriern auch so, auch wenn es eher eine Sache von außerhalb war. Trotzdem war ihre Zeit gekommen und genauso wird sicherlich auch irgendwann unsere Zeit kommen, auch wenn wir höchstwahrscheinlich uns mit aller Macht dagegen stemmen werden. Und ich würde mich hier immer gleich entscheiden, ob ich nun wollen würde oder ich bin jetzt kein Mensch, der einfach mal, ach, jetzt versuche ich heute mal böse zu sein und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich will schon gerne in Spielen immer so entscheiden, wie ich das auch tun würde. Und ich würde mich immer dafür entscheiden, dass ich sie am Leben lassen werde. Und das werde ich auch jetzt wieder tun. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. So, die Rachni-Königin haben wir befreit. Meine Gründe, warum, weshalb, habe ich ja schon dargelegt. Das, und bevor ich hier jetzt irgendeinen Scheiß mache, werde ich jetzt erstmal speichern. Ist ein schwieriges Thema. Gerade mit dem, mit unseren Rechten, was so die Natur angeht, was wir da, ich meine, der Planet gehört uns, trotzdem müssen wir auch gewisse Regeln befolgen, wie ich finde, gerade was so die natürlichen Regeln angeht, die uns dieser wunderschöne Planet eigentlich Tag für Tag aufs Neue beschert. Wie gesagt, ein schwieriges Thema, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu lange mit drüber hier so lange darüber nachdenken. Es ist echt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Komm schon. Okay. Gott sei Dank habe ich 20. Ah, ist dann, da war nur eine Granate und Medigil drin. Hat sich ja fett gelohnt. Na gut, machen wir mal kurz weiter. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle aber, glaube ich, sogar einen Cut machen. Komm jetzt hier raus. Benicia ist tot. Tja, und die gute Liara kann man durchaus vorstellen, dass danach Gesprächsbedarf herrscht. Und wir müssen jetzt erstmal weitermachen, denn wir haben ja noch nicht alles geschafft. Wir müssen ja noch die Kinder töten. Uiuiui. Aber das in der nächsten Folge. Ciao!